die Premiere in der neuen Liga. Trotzdem dürfen sie hier voller Selbstbewusstsein auftreten. Ja, nach der letzten Saison Aufstieg und Ligatitel gesichert. Also das ist doch mal eine Empfehlung. Das Spiel beginnt, die Bayern mit dem Anstoß. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie greifen heute zu einem 4-3-3 mit sogenannter falscher 9. Wie dann? Tja. Macht die das Tor für den FC Bayern! Start nach Maß, würde ich sagen. 4 Minuten gespielt und der Ball ist das erste Mal im Tor. Zabaleta. Martin De Michelis. De Michelis. Und jetzt Vidal. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Da wird er gestört. Jetzt Bilia. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und Robben. Für den FC Bayern ist die Allianz Arena ja sein ganzer Stolz, aber auch der Ort einer der bittersten Niederlagen überhaupt, Buschi. Ja, Wolf, das kennst du ja. Das berühmt-berüchtigte Finale daheim. Die Münchner hier mit der großen Chance, den Europapokal im eigenen Stadion zu holen. Und dann kam Didier Drogba und Chelsea holte den Pott. Jetzt Otamendi. Nun Bilia. Lionel Messi am Ball. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Arturo Vidal jetzt. Nur Javier Mascherano. Und Douglas Costa. Er steht gut und hat den Ball. Und Thiago. Klar. Robben. Und Müller. Alaba. Vidal. Aspilia jetzt. Lionel Messi am Ball. Alaba. Jetzt Messi am Ball. Jetzt Bilia. Messi. Vidal am Ball. Vidal. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Pablo Zabaleta jetzt. Messi. Es ist immer wieder unglaublich zu sehen, wie eng die Ballführung von Leo Messi ist. Ja, praktisch nicht vom Ball zu trennen. Man kann das kaum nachvollziehen. Wenn es funktioniert, dann meist unfair durch einen Foul. Das ist Wahnsinn. Zabaleta am Ball. Nun Banega. Higuain. Und dieser Gonzalo Higuain, das ist nicht nur ein exzellenter Knipser, das ist auch einer, der viel Laufarbeit verrichtet, der immer anspielbar ist und der dann seine Mitspieler einsetzt. Messi. Jetzt müssen sie aufpassen. Und nun Götze. Jetzt Douglas Costa. Beide gefährlich.
ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Da kommt der Schuss. Klasse aufgepasst vom Torwart. Banega. Die Maria am Ball. Gut Druck gemacht. Jetzt gibt es Einwurf. Götze. Und nun Götze. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Da geht Boateng dazwischen. Sabaleta am Ball. Philipp Lahm am Ball. Und Robben. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Den Ball holt er sich. Der Pass kommt nicht durch zu Messi. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist das Spiel für ihn vorbei. Er wird ausgewechselt. Man muss es leider so hart sagen, es wurde Zeit. Ne? Ja, aber manchmal läuft es einfach nicht. So ein Spiel ist natürlich Gift für das Selbstvertrauen. Aber für den Spieler heißt es jetzt nach vorne schauen und beim nächsten Mal. Martin De Michelis. Gut hier von Boateng, er will den Ball. Nun Benatia. Der geht daneben und es bleibt beim Rückstand. Mann, 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 das war die Gelegenheit. Aber weiter so, Sie haben noch Zeit. Benatia. Und den Ball hat er sich geholt. Mario Götze, Buschi. Ganz wichtige Aktion da, kurz vor Ende des ersten Durchgangs. Er hat das Führungstor erzielt und klar, jetzt können Sie den Gegner kommen. Lameda. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Lamela, den hält er super. Ball im Aus, Ecke gegen den FC Bayern. Den Ball ins Aus, da war unter Druck. Thomas Müller jetzt. Gibt Elfmeter für den FC Bayern. Lässt er sich nicht nehmen, gut verwandelt. Dem Druck standgehalten, Elfer verwandelt. Schaut doch gut aus, es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Da passt er auf und geht dazwischen. Jetzt Bilia. Ball bei Leo Messi. Thiago jetzt.
Jetzt Müller. Martin De Michelis. Pass kommt nicht an. Jetzt wird es Einwurf geben. Jetzt Robben am Ball. Robben. Da muss der Abwehrspieler klären und er ist auch zur Stelle. Lamela. Er versucht's. Das war knapp. Ganz im Gegenteil zum Spiel. Ja, und damit hätten sie die Chance gehabt, zumindest ein wenig ranzukommen. Wieder nichts. Thomas Müller jetzt. Douglas Costa! Da passt der Torhüter auf. Jetzt Robben mit dem Schuss. Ribéry wird diese Ecke ausführen. Und da geht der Torwart hin und kann die Ecke abwehren. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Alaba. Und Ribéry. Da hat er den Gegner unter Druck gesetzt und holt so einen Einwurf raus. Mascherano. Messi. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Sie liegen vorne, aber jetzt in Unterzahl. Könnte es noch mal knapp werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich jetzt eher zurückziehen und irgendwie versuchen, den Vorsprung zu halten. Franck Ribéry am Ball. Ribéry. Vidal. Geht er rein? Gute Aktion vom Torhüter. Eckball. Wenn er die Wiederholung sieht, dann wird er sich noch mehr ärgern. Ja, das glaube ich auch. Da kommt der Eckball klasse rein und dann kann man schon erwarten, dass er diese Möglichkeit besser nutzt. Und die Maria. Torwart sicher. Souverän gemacht vom Torwart. Und jetzt Otamendi. Di Maria. Kurz vor Schluss gibt es noch einen Freistoß. Ganz, ganz harte Gangart, die sie da heute an den Tag legen. Auch dieses Foul zieht eine Karte nach sich.
Ja, sie müssen unbedingt Feuer rausnehmen, ansonsten haben sie auf Dauer keine Chance. Und Aguero im Abseits. Lahm. Und da ist das Spiel vorbei. Der FC Bayern gewinnt diese Partie. Klasse Einstieg in dieses Spiel.